So, meine Damen und Herren, und jetzt darf ich Ihnen eine besondere Person ankündigen. Als wir im September 2017 in den Deutschen Bundestag eingezogen sind, da erklärte unser Ehrenvorsitzender Dr. Alexander Gauland noch am Wahlabend: Wir werden Sie jagen. Und ich bin stolz und glücklich. Ich bin stolz und glücklich, dass wir unsere beste Jägerin heute bei uns hier im Main-Kinzig-Kreis haben. Wenn sie das Rednerpult betritt, dann schlottern den Menschen von den Abgeordneten von den Altparteien die Knie. Jede Rede eine Generalabrechnung, scharfzüngig, rhetorisch brillant, faktenbasiert. Begrüßen Sie mit mir unsere Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag, unsere Bundessprecherin Dr. Alice Weidel. Liebe Freunde, ich habe noch gar nicht angefangen zu reden. Ihr wisst noch gar nicht, was ich sagen will. Da habe ich es gerade gehört, ein Satz: Dieses Land wird von Idioten regiert. Und darum wird es höchste Zeit, dass die AfD, dass wir in Regierungsverantwortung kommen. Und es wird nicht mehr lange dauern, das verspreche ich euch. Vorab möchte ich mich aber herzlich bedanken. Erstmal bei euch allen, dass hier in dieser unklimatisierten Turnhalle freiwillig sitzt. Ich meine, muss ich ja auch. Ich musste dafür nur insgesamt so fast 6 Stunden fahren und gleich 6 Stunden zurück. Das nächste Mal, lieber Robert, liebe Mariana, mal mit Klimatisierung. Aber ich habe mir gedacht, das halten wir doch auch so aus, oder? Dann vielen herzlichen Dank und auch ein herzliches Willkommen an unseren Spitzenkandidat Robert Lambrou. Lieber Robert, danke schön, liebe Mariana, danke schön an den Kreisvorstand, dass wir hier sein dürfen. Vielen herzlichen Dank auch, hier unten sehe ich den Landessprecher Andreas Lichert, auch vielen herzlichen Dank an dich. Ihr macht einen tollen Job in Hessen. Und jetzt will ich nicht sagen, das Beste kommt zuletzt. Möchte ich mich ganz herzlich bei meinem lieben Co-Sprecher, dem Tino Chrupalla, bedanken, dass er auch heute hier ist. Lieber Tino. Ja, steht mal alle auf jetzt, auch. Wir kommen aus dem Klatschen heute nicht mehr raus. Aber lasst mich noch eins sagen. Es ist mir so eine große Freude und ich bin ja jetzt auch schon 10 Jahre in dieser Partei. Ich bin 6 Jahre Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag.
Ich bin 8 Jahre im Parteivorstand. Ich habe noch nie jemanden gehabt, natürlich Alexander Gauland vorher als Fraktionsvorsitzender im Bundesvorstand, mit dem ich so gerne zusammengearbeitet habe wie mit Tino Chrupalla. Und das möchte ich hier einfach mal sagen. Es ist eine tolle Bundesspitze. Es ist eine tolle Fraktionsspitze. Und es ist wirklich eine ganz, ganz große Freude. Und jetzt sind wir hier heute in Hessen und da habt ihr armen Hessen, habt ihr Nancy Faeser. Die Frau Faeser. Da stellt die SPD doch wirklich, und das fügt sich nahtlos ein in das Tollhaus Berlin, das fügt sich nahtlos ein in die Politik der Ampelregierung. Wir haben hier mit Nancy Faeser eine Spitzenkandidatin, die ihr Amt missbraucht hat und die eigentlich vor den Richter gehören würde. Sie hat Behörden missbraucht. Nancy Faeser ist eine bekennende Sympathisantin der Antifa, der linken Terrororganisation. Und sie missbraucht den Verfassungsschutz in der Ausspitzelung von Spitzenbeamten und der Opposition. Schande über ihr Haupt. Sie schwänzt Anhörungen, missachtet das Parlament. Sie missbraucht Behörden. Und anstatt sich um ihre vordringlichste Aufgabe zu kümmern, nämlich unsere Grenzen zu sichern, unsere Bevölkerung vor diesen gewalttätigen Übergriffen zu schützen, hat sie nichts Besseres zu tun, als ihren lächerlichen Kampf gegen rechts, ihre linke Truppe dort dann noch mit aufzufahren, um die Opposition zu drangsalieren und den Verfassungsschutz zu missbrauchen, um die Opposition, die AfD, zu diskreditieren. Das ist verfassungsfeindlich. Und diese Person gehört in kein Amt, weder als Bundesministerin noch als Ministerpräsidentin. Diese Frau gehört auf die Richterbank und zur Rechenschaft gezogen. Das ist ein Skandal. Und darum braucht es auch uns als AfD zur Bewahrung des Rechtsstaates und der Rechtsstaatlichkeit in diesem Land. Und dafür sind wir angetreten, um diese Leute endlich aus ihren Ämtern herauszuwählen und Regierungsverantwortung zu übernehmen. Denn was macht die Ampel? Sie macht Politik gegen die eigene Bevölkerung. Diese elitären Leute machen im Zusammenzug mit den Staatsmedien, die ja auch durchgefüttert sind, mit Zwangsgebühren soll ja noch erhöht werden, machen sie Politik gegen uns, gegen die Bürger, die morgens zur Arbeit fahren, ihre Steuern zahlen, Kinder großziehen, Familien gründen. Gegen diese Menschen wird Politik gemacht und es ist eine Schande für unser Land. Und damit müssen wir aufräumen. Die Ampel ist die reinste Verbotsregierung. Es werden nur Verbote ausgesprochen. Wir werden drangsaliert. Der Bauer darf nicht mehr frei entscheiden, was er anbauen soll. Der Bürger darf nicht mehr frei entscheiden, welche Heizung er im Keller haben will. Aber wir dürfen uns einmal oder Weiblein oder sonst irgendwas sein wollen. Das ist die Bilanz dieser Politik. Bei jedem vermurksten Gesetz
streiten sich diese lustigen Parteien, die ja schon lange keine Mehrheit mehr haben, streiten sich wie die Kesselflicker. Aber bei einem Thema waren sie sich ziemlich schnell einig. Das Kiffen. Freies Kiffen für alle. Da waren sie sich ganz schnell einig. Als Top 1 Prioritätenthema für dieses Land. Das muss man sich mal vorstellen. Wir werden nicht nur von Idioten regiert, sondern von Hippies. Diese Leute machen dieses Land zu einem Hippie-Staat. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, so zwischendrin mal so ein Joint. Ah. Haben wir ja nichts dagegen, ne? Das steht jetzt morgen in der Zeitung. Ich weiß es. Aber darum sage ich es auch. Weil wir sind keine Verbotspartei. Aber sowas, was da rauskommt, so frei nach dem Motto, so, wir machen erstmal die Grenzen auf, dann überschwemmen wir dieses Land mit Kostgängern, das können die Leute gar nicht mehr bezahlen, dann haben wir eine überbordende Kriminalitätsrate, die uns durch die Decke geht, wir machen die Grenzen trotzdem nicht zu, wir wälzen die Verantwortung an die Kommunalpolitiker, an die Landräte ab und an die Städte, die gar nicht mehr wissen, wohin eigentlich mit diesen Geflüchteten, Flüchtenden oder Flüchtlinge. Allein schon das Wort Flüchtling ist ja schon eine Unverschämtheit. Es sind keine Flüchtlinge. Es sind keine Flüchtlinge, die zu uns kommen. Es sind Einwanderer in unser Sozialsystem mehrheitlich. Und das sehen wir auch bei der Ausschüttung des sogenannten Bürgergeldes. Und da sieht man auch wiederum die Priorisierung dieser Ampelregierung. Und die CDU, um Himmels Willen, soll gar nicht mal so tun, als wären sie eine Oppositionspartei. Die CDU ist nichts anderes als ein Oppositionsverweigerer und ein Besitzstandswahrer. Die CDU hat mit dem ganzen Spektakel angefangen, die Kernkraftwerke abzustellen, die Grenzen zu öffnen. Da muss man gar nicht so tun. Wenn die CDU wirklich wollte, dass die Grenzen kontrolliert würden, mal irgendwann mal so nach 10 Jahren, da wäre das doch mal irgendwie angemessen. Nein, wir haben Höchststände. Da könnte doch CSU Söder, der Worthülsenknaller, mit seinem Freund Aiwanger, der sitzt auch in der Regierung. Die Freien Wähler sitzen ja dort in der Regierung. Und was tun sie? Nichts. Sie könnten nämlich die Grenzen kontrollieren. Und sie tun es nicht. Also alles laute Knaller und Worthülsen. Und abgeschoben wird auch in Bayern nicht. Abgeschoben wird auch in Hessen nicht. Wo wird denn hier noch abgeschoben? Wir haben es hier zu tun mit illegalen Kostgängern, die unsere innere Sicherheit gefährden. Und ich kann euch versprechen, wenn die AfD in der Regierung sitzt, dann werden wir mit diesen Zuständen aufräumen. Wir werden sie ausweisen, wir werden unsere Grenzen kontrollieren. Und wir sind für eine kontrollierte Zuwanderung. Schluss damit! Das habt ihr nicht verdient. Ihr habt diese Politik nicht verdient. 2,5 Millionen Asylanträge seit 2015. Da sind die 1 Million Ukrainer noch gar nicht drin. Die haben Anspruch auf das Bürgergeld. So, Familiennachzug. Mehr als die Hälfte der Bürgergeldempfänger haben einen ausländischen Pass. Und ihr wisst, was in diesem Bürgergeld drin ist. Ein Facharbeiter, der 2.300 Euro netto nach Hause bringt. Netto, das ist viel. Konkurriert mit dem Bürgergeld, das muss man sich mal vorstellen. Weil in dem Bürgergeld ist ja Folgendes drin. Die Bürgergeldzahlung, die Kranken- und Pflegeversicherung, die Miete, die Heizkosten. Dann wird noch dieses bekloppte GEZ gezahlt und dann noch freie Kitas. Das ist ein Riesenproblem.
das Problem in diesem Land, dass sich Arbeiten nicht mehr lohnt. Und auch diese Fehlanreize gehören abgestellt. Sach statt Geldleistung. Sach statt Geldleistung. So fangen wir mal an. Ich prophezeie, damit ist eigentlich schon dieser Sog abgestellt. Aber man stellt ja noch weitere Sachen an. Darum hat man jetzt ja die Schnelleinbürgerung beantragt. Nach 3 Jahren möchte die Ampel Menschen, die 2015 zu uns rübergelaufen sind, vorher den Pass weggeschmissen haben, mehrfach Identitäten, alles überhaupt gar kein Problem mehr, gebrochenes Deutsch und hier und da, muss man ja auch nicht mehr, wenn man sich gut integriert hat, dann kann man auch nach 3 Jahren nicht Deutsch sprechen, nicht gearbeitet haben und man wird deutscher Bürger. Diese Ampelregierung verkauft unsere Seele. Sie verramscht den deutschen Pass. Sie verramscht ihn. Dabei können wir stolz sein, den deutschen Pass zu haben. Und wir geben jedem gern den deutschen Pass, der sich positiv in diese Gesellschaft einbringt, der arbeiten geht, der seine Kinder ernährt und einen positiven Beitrag zur Bilanz unseres Vaterlandes leisten möchte. Diese Menschen sind herzlich willkommen. Aber diese Hippie-Politik, das lehnen wir ab. Das lehnen wir ab. Die Energiekosten gehen durch die Decke. Die Spritkosten gehen durch die Decke. Die Heizkosten gehen durch die Decke. Was macht die Ampel? Was tut sie? Die setzt noch mal einen oben drauf. Jetzt doch vor einigen Wochen hat sie doch tatsächlich diese Abzocksteuer, CO2-Abgabe, hat sie nochmal um 33% erhöht. Ist das nicht unglaublich? Da fragt man sich wirklich, was machen diese Leute da eigentlich? Man hat wirklich das Gefühl, dass es diesen Menschen nicht schnell genug gehen kann, dieses Land gegen die Wand zu fahren. Und darum sind wir angetreten, um das ganz schnell zu stoppen. Die CO2-Abgabe muss fallen. Sie gehört abgeschafft. Die Energiepreise gehen durch die Decke, sind die höchsten weltweit. Hier, was macht diese, lieber nicht, diese Regierung? Was macht diese Regierung? Sie stellt die letzten Kernkraftwerke ab. Ergo gehen die Energiepreise weiter, die Strompreise durch die Decke und dann stellt sich der Bundeskanzler noch, ich glaube, vorletzte Woche hin und bezeichnet die Kernkraft als totes Pferd. Ich muss euch sagen, liebe Freunde, ein totes Pferd ist dieser peinliche Bundeskanzler Scholz. Mit seiner gesamten Regierung. Zum Schämen. Seine Augenklappe. Jetzt kommt's. Es kommt noch dicker. Wisst ihr ja. Nach der Sommerpause, jetzt in der ersten Sitzungswoche, hat diese Regierung, diese, ich hätte es auch fast wieder gesagt, nichts Besseres zu tun, als dieses, aus meiner Sicht, Gesetz der Schande und Gesetz des Verbotes, Gesetz der Ideologie, das GEG, dieses schändliche Gebäudeenergiegesetz durch den Bundestag durchzudrücken. Das muss man sich mal vorstellen, was da auf die Bevölkerung zukommt. Wir als AfD haben geschlossen
dagegen gestimmt. Und wenn wir in Regierungsverantwortung kommen, werden wir es abschaffen. Wir werden es abschaffen. Weg damit! Was werden wir noch machen? Wir werden die verbliebenen, zuletzt abgeschalteten Kernkraftwerke, die noch betriebsfähig sind, es sollen ja 8 sein, laut TÜV, werden wir wieder ans Netz nehmen. Wir werden sie wieder ans Netz nehmen. Und wir werden neue Kernkraftwerke planen. Und wir werden das Energieangebot Deutschlands ausweiten, diversifizieren, nicht ideologisch, sondern technologieoffen und effizient. Darum, liebe Freunde, wünsche ich uns allen, euch, uns, alles, alles Gute. Viel Erfolg bei der Wahl in Hessen. Setzt ein Zeichen. Setzt ein Zeichen, dass die AfD möglichst schnell in Regierungsverantwortung kommt und ganz hohe Prozentzahlen davonträgt. Ich bedanke mich herzlich. Alles, alles Gute nach Hessen. Das ist das Land, was wir wollen. Das ist unser Versprechen und dafür sind wir vor mehr als 10 Jahren angetreten und dafür stehen wir auch heute noch. Wir sind der Ruf der Bürger nach einer Rückkehr zur Vernunft. Wir sind die Alternative für Deutschland. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.